Ja, Frau Schmidt, Sie sind Entomologin. Was ist denn das für eine Wissenschaft und wo arbeiten Sie? Ich arbeite an der Zoologie, im Zoologischen Institut in Freiburg. Da bin ich freiberuflich tätig und wir haben eine Kooperation mit den Archäologen, unter anderem auch mit dem Archäologischen Landesamt in Halle. Und dort bearbeite ich vor allen Dingen Wirbellosenreste. Das heißt Käfer im Wesentlichen? Ja, aber auch manchmal kommen Schnecken vor und Fliegen und einiges andere auch. Und wie erhalten sich diese Käfer oder diese Fliegen im archäologischen Befund? Was für Bedingungen brauchen Sie da? Also die besten Bedingungen, die man hatte, eigentlich waren Feuchtboden, kalt und feuchte Böden, dann erhalten die sich gut. Andererseits gibt es aber jetzt auch einige obertägige Funde, und zwar ist das ein Sarg. Dort sind einige Reste schlecht erhalten geblieben, aber immerhin. Und die besten sind jetzt in dem Sarg der Editha erhalten geblieben aus dem 10. Jahrhundert. Welche Arten von Käfern haben Sie denn gefunden und was kann man daraus schließen? Also ich habe Freilandkäfer gefunden und Schädlinge. Insgesamt waren das, um das ganz genau zu sagen, 4.713 Käfer im Sarg. Wie muss man sich das vorstellen? Waren es nun ganze Käfer oder waren es nur Teile von Käfern, die Sie untersuchen? Also eigentlich waren die ja ganz und im Laufe der Jahrhunderte, die sie gelegen haben, sind die zum Teil auseinandergefallen. Einige von den Freilandarten, die waren, als Frau Hertel damals den Sarg geöffnet hat, auch noch fast komplett. Und so wie die aber ganz trocken wurden, sind die dann auseinandergefallen. Also dann fällt das weg. Und ich lese eigentlich immer nur die Flügeldecken aus, weil nur die Flügeldecken eigentlich Zahlen sagen, die Beine und die Köpfe, das ist einfach viel zu viel. Sagen Sie mal, Frau Schmidt, ist es möglich, dass man nur aufgrund der Flügeldecken so klare Unterscheidungen trifft? Ja, das geht inzwischen. Man hat eine ganz besondere Sichtweise und diese Sichtweise erfordert ein fotografisches Gedächtnis. Wir haben in der Zoologie immer wieder diskutiert, ob man das kann, weil die Zoologen, die machen dann auf Genitalpräparate. Und mein Chef wollte mir das auch nicht glauben und dann haben wir Versuche gemacht. Ich gucke einfach anders als er. Ist dann sprachlos davongegangen, aber er vertraut jetzt und weiß, dass das geht. Er hat mir nämlich ein paar gegeben und gesagt, die kann man nicht bestimmen, guck, ob du es hinkriegst und es geht. Ich arbeite seit 30 Jahren dran und dann hat man die Erfahrung. Okay, und Sie haben also Schädlinge und Freilandkäfer. Ja, genau. Ja, wie kommen die Schädlinge in den Sarkophag und wie kommen die Freilandkäfer in den Sarkophag? Gibt es da einen Unterschied? Ich fange mit den Ältesten an. Die Schädlinge es gibt Schädlinge auch aus dem Freiland und diese Schädlinge sind aber synanthrope Arten, das heißt, die kommen nur mit den Menschen vor. Die sind nicht im Freien, das ist ihnen viel zu kalt und die meisten Schädlinge kommen aus dem vorderen Orient oder aus den asiatischen Warmegebieten, sind mit den Tieren, mit Haustieren, mit Getreide verschleppt worden nach Mitteleuropa und seitdem bei uns sesshaft und bleiben eben nur in den Häusern, ganz eng mit den Menschen, synanthrop, meistens nicht zum Nutzen der Menschen. Und die konnte man dann ganz gut trennen von den anderen Käferarten, die dann eben, wie gesagt, vorausgesetzt bis zur Art bestimmt wurden, dass das dann Freilandarten waren. Und reingekommen können diese Synanthropenarten nur zusammen mit einem Nährmedium. Die müssen ja irgendwas fressen. Wenn es nichts zu fressen gibt, sind die Käfer nicht da. Das kann dann nur bei der ersten Grablege von Editha gewesen sein, also 946. Das heißt, die Schädlinge sind wohl im Zusammenhang mit Beigaben im Rahmen der ersten Bestattung zu sehen, der ursprünglich Primärbestattung. Genau, oder mit Materialien, Stoffen oder Stroh oder irgendwas auch immer, nicht? Ja, was für Hinweise haben wir auf diese erste Bestattung Edithas aufgrund ihrer Käferanalysen? Ich fange einfach mal mit dem an, der am engsten wohl war. Das ist die Bettwanze. Da habe ich zwei Bettwanzen gefunden. Diese Bettwanzen, die werden angezogen durch die Körperwärme des Menschen. Es gibt auch Bettwanzen auf Tieren, das ist klar. Und kommen nur in der Dunkelheit vor. Das heißt, Editha muss, als es dunkel war, entweder am Abend oder noch am Morgen, muss sie noch so warm gewesen sein, dass diese Bettwanzen sie ihm angefallen haben. Die stillen nur ihren Hunger mit dem Blut. Die ziehen das Blut und man hat auch keinen Juckreiz. Also das merkt man eigentlich gar nicht. Erst hinterher gibt es kleine Pickelchen und auch Schwellungen. Und diese Bettwanzen geben uns auch noch Auskunft über die Zimmertemperatur, was ich sehr interessant finde. Die kommen nur in Räumen vor, die so zwischen 18 und 26 Grad warm sind. Ja, wir wissen, dass Editha am 26. Januar 1946 starb.
Das stellt man sich ja eher kalt vor. Das bedeutet aber, Editha starb in der Umgebung, die keinenfalls kälter als 18 Grad eher wärmer war. Ja, für mich eigentlich eine mittelmäßig angenehme Temperatur. Ich hätte mir das viel kälter dort vorgestellt. Editha wurde also in den letzten Momenten ihres Lebens oder vielleicht als sie gerade gestorben, aber noch warm war, von diesen Bettwanzen befallen. Ja, vielleicht auch schon vorher und die anderen sind weg und die zwei, die haben es nicht geschafft und sind dann mit in den Sarg gelangt. Also Editha wurde 3 Tage aufgebahrt, kam dann in den Sarkophag und aufgrund ihrer Studien kamen dann noch Beigaben dazu. Ja, also während der Aufbahrung aber denke ich, dass sie noch umstellt war von Lichtern und zwar von Teiglichtern, weil ich auch 2 Speckkäfer gefunden habe. Und die werden sicherlich von dem Talglicht, also von dem Geruch werden die angezogen. Die kommen normalerweise eben in Räucherkammern vor. Und die Imagos, also die ganzen, die erwachsenen Käfer, die kommen eben auf Häute und Knochen und Leder vor. Und höchstwahrscheinlich sind die dann auch an die Editha gegangen. Und die zwei sind eben mit auch wieder in den Sarg gekommen. Ja, wie sie begraben wurde, als Unterlage nehme ich an eine Strohunterlage. In Form von vielleicht was schön geflochtenen oder etwas, was auch mit einem Tuch belegt war. Da weisen mindestens 4, 5 Arten darauf hin, die in Stroh vorkommen. Mhm. Und dazu wurde jetzt auch gerade so ein bisschen als Bestätigung eine Strohmatte gefunden in dem Sarg des Otto von Hessen. Der ist 1361 gestorben, also im 14. Jahrhundert, auch immerhin noch im Mittelalter. Das zeigt, dass es durchaus Strohunterlagen gegeben hat und die könnte es dann natürlich ebenso auch bei Editha gegeben haben. Welche Käfer waren das, die auf die Strohunterlage hinweisen? Bei der Strohunterlage, das sind diese Cryptophagus saginatus, Enigmus, Tinus, die sind auch noch dabei. Und den haben wir hier auch noch, diesen Käfer, das ist der Cryptophagus scutellatus. Dann hat sie höchstwahrscheinlich auch eine Beigabe gehabt. Da ist der, da habe ich hier einen Käfer, der ist der Cryptophagus, Cryptolestis ferruginus. Der kommt in Körnern vor, in fein gemahlenem, nicht zu Mehl gemahlenem, aber geschrotetem Getreide oder Grieß oder Graupen und derart. Den habe ich in Massen in einer byzantinischen Schale gefunden, die aus dem 7. Jahrhundert stammt und in Gräbern der Oberschicht vorhanden war. Und diese Gräber, die wurden in mehreren Massen wurden gefunden und immer wieder haben die diese teuren und kostbaren Beigabenschalen gehabt. Gibt es Käfer, die auf einen hölzernen Sarkophag oder auf einen Holzeinbau des Sarkophages hinweisen? Nein, überhaupt nichts. Also bei den Freilandkäfern waren Käfer dabei, die unter Rinde vorkamen, aber dass irgendwie Holz mitverwendet wurde im Sarg oder auch später, da habe ich überhaupt keinerlei Hinweise gefunden. Das heißt, Editha starb in einem relativ warmen Ambiente, umstellt vielleicht von Talglichtern, als sie aufgebahrt war. Sie kam dann in einen Sarkophag, der aber offenbar Steinsarkophag ohne Holzeinbau war, auf eine Strohmatte, sie war bekleidet und es gab möglicherweise Beigaben, wie zum Beispiel eine Schale mit Grieß oder Ähnlichem. Ja. Kann man sich das so vorstellen? Ja, also es gab auch noch Stoffe oder Wollstoffe, da gibt es dann diesen Tinus Fur, der kommt dort vor, den habe ich mit hohen Fundzahlen mit über 400 Käfern, die darauf hinweist, dass es zwar dann keine Beigabe, aber dass sie gekleidet war in warme Stoffe, Wollstoffe, würden wir heute sagen. Winter würde man sich das natürlich auch vorstellen können oder sie hatte auch Decken, das kann natürlich auch sein. Und weil Sie sagten Beigabe, ich vermute, dass sie auch noch Getreidekörner hatte, weil dieser Kornkäfer, das ist ein Primärschädling, der kommt in Getreide vor. Also es handelt sich um ganze Körner? Ganzen Körner. Und vielleicht wurden ihr da eine Handvoll Körner mit reingegeben, so eine Art als symbolische Handlung. Da muss man also mindestens 60 haben, weil es 60 Stück Kornkäfer gibt. Ganz genau, ganz genau. Das bedeutet also, Editha starb in einem relativ warmen Umfeld, wurde aufgebahrt, kam in einen Steinsarkophag auf eine Strohmatte mit Speisebeigaben. Sie selbst war begleitet. Ja, so in der Art würde ich das annehmen. Das ist ganz richtig.
Und das kann man nur aufgrund der Käfer machen? Eigentlich nur, wenn nichts anderes mehr da ist. Also wenn jetzt eine Beigrabenschale leer gefunden worden wäre oder auch noch voll, so die byzantinische Beigrabenschale, die wurde ja gefunden, da kann man das natürlich dann nochmal sagen. Wenn Wollstoffe gefunden worden wären oder ähnliches natürlich auch, aber das ist in diesem Fall nicht so gewesen. Was sagen uns die Freilandkäfer? Sind die auch 946 bei der ersten Bestattung oder bei der letzten Umbettung 1510 in den Bleisarkophag gekommen? Ja, das muss man sich sofort überlegen, das ist ganz richtig. Wann könnten die reingekommen sein? Freilandkäfer kommen eigentlich nur in den Sommermonaten vor, nicht im Winter. Anders als die synanthropen Arten, die sind nicht so temperaturanfällig. Und wenn die in menschlichen Wohnungen leben, haben die auch einen anderen Zyklus. Die Freilandkäfer können deshalb nur während der Sommermonate reingekommen sein. Und die einzige Zeit, in der das Grab oder Editha sozusagen, beziehungsweise ihre Knochen offen lagen, war eigentlich zur Zeit der Umbettung, 1510. Und nur in der Zeit könnte das passiert sein. Und da gibt es folgendes Szenario. Diese Freilandkäfer sind sehr artenreich gewesen. Und nur eine einzige Käferart war sehr, sehr häufig. Also von 850 Freilandarten kam ein Käfer mit 298 Funden vor. Das ist der Harpalus rufipes. Und ich frage natürlich auch immer wieder rum, wenn ich irgendwas wissen will, wer was gehört hat, was gemacht hat. Und in der Zoologie in Freiburg hatten die mehrere Untersuchungen mit Lichtfallen gemacht. Und dabei haben sie durch Zufall entdeckt, dass der Harpalus rufipes, sonst ein Käfer, der völlig unauffällig ist, zu Massenvorkommen neigt. Und dieses Phänomen, dieses Massenvorkommen, da konnte ich dann darauf rückschließen, dass das so eine Art Lichtfallensituation gegeben hat. Und das wurde noch dadurch bestätigt, dass man in dem Grab immer wieder Holzkohlenflitter oder so feine Holzkohle gefunden hat. Und das lässt vermuten, dass dieses Grab umstellt war mit Fackeln und irgendwelchen Lichtern. Für die Umbettung in den Bleisarkophag 1510 könnten wir uns also aufgrund der Käfer wohl folgendes Szenario vorstellen. Dieser Bleisarkophag steht im Klostergarten, er ist geöffnet. Das weiße Leinen, in das Editha nun geschlagen ist, ist ebenfalls geöffnet, leuchtet in der Dunkelheit, von Fackeln erhellt. Und die Laufkäfer kommen angezogen von dieser Lichtfalle gleichsam, von allen Seiten angekrabbelt, krabbeln in diese Bestattung, fliegen dort rein. Und als es hell wird, verkriechen sie sich im Dunkeln und der Deckel wird geschlossen und sie bleiben bis heute erhalten. Ja, so muss es gewesen sein. Ist das nicht so dramatisch? Nee, das ist überhaupt nicht, denn dieser Harpalus wurde bei diesen Lichtfallenversuchen genauso berichtet, dass der in Massen anfliegt und der krabbelt überall rum. Die Lichtfallen, das ist eine Lichtkonstruktion auf einem Tisch mit einer weißen Fläche und das haben wir ja alles auch gehabt. Statt Licht würde auch eine helle Mondnacht ausgereicht haben, aber diese feinen Holzkohleflitter, die besagen eigentlich, dass es eher Licht war von Fackeln. Und dann fliegt er rein und in seinem Gefolge kommen dann eben auch noch andere Arten mit. Vor allen Dingen sehr viele Laufkäferarten. Vor allen Dingen Käferarten, die passen exakt zu diesem Gebiet um den Domhügel. Da sind alte Bäume gewesen, auch noch offenes Gelände und natürlich die Elbe in der Nähe hat man auch gesehen durch Käfer, die im Wasser vorkommen und eben auch viele Laufkäfer. Das ist ja unglaublich spannend. Das heißt, wir können die letzte Bestattung und die erste Bestattung mit diesen entomologischen Studien fassen. Noch eine Frage, gibt es Spuren von Aaskäfern oder andere Verwesungsprodukte aus entomologischer Sicht von der ersten Bestattung? Nicht so richtig. Also Aaskäfer kommen überhaupt nicht vor. Ich habe aber über 700 Fliegenpuparien gefunden. Und das ist eben auch wieder eine synanthrope Art, die ist auch nicht von den Jahreszeiten abhängig. Da kenne ich mich nicht so gut aus und die habe ich einem Freund gegeben, der arbeitet mit Fliegenpuparien. Der ist Archäologe und hat sich jetzt auf diese Fliegenpuparien spezialisiert. Und der würde, wenn er das auch rausbekäme, die Art, dann natürlich da was zu sagen können. Ja, Sie haben so merkwürdige Arten wie den Messingkäfer. Was kann man dazu sagen und wie kommen die in die Bestattung? Ja, der Messingkäfer ist insofern besonders spannend, weil er in den Büchern beschrieben wurde als ein Käfer, der zusammen mit Stoffen, vor allen Dingen kommen die erwachsenen Käfer, die kleben ihre Eier vor allen Dingen gerne auch an Wollstoffe. Der ist aus dem Russischen
1800 in die 30 rum mit Bürsten nach Europa eingeführt worden. Kurze Zeit später dann vor allen Dingen in die Hansestädte und ich glaube um 1860 war er dann in Magdeburg. Wir haben jetzt gefunden, dass er im Sarkophag der Editha vorkam, also 1510, das ist auch schon mal viel früher. Und meine allerersten Messingkäferfunde stammen aus einem bandkeramischen Brunnen von 5300 vor Christus, also ist inzwischen schon 7000 Jahre alt. Und die sind sicherlich zusammen mit den ersten bandkeramischen Siedlern in Kleidungsstücken aus dem Gebiet des anatolischen Gebiet ist es eigentlich eher eingeführt worden. Ja, welches Medium braucht der Messingkäfer, das überhaupt in die Bestattung gelangen kann? Die Larven, die kommen immer in ganz anderen Bereichen vor und die Messingkäfer, also die erwachsenen Käfer, die kleben ihre Eier an, wie gesagt, an Stoffen, an Wolle und sowas fest. Teppiche kommen die auch vor. Aber wenn er von der letzten Bestattung stammt, dann hing der Messingkäfer nicht an der Kleidung von Editha, sondern wurde mit späteren Stoffen eingebracht. Ja genau, und da vermute ich, dass der Sarkophag, der ja nicht als Ganzes in die Kirche transportiert wurde, sondern in Einzelteilen, das heißt, es gab dann insgesamt 6 Wandteile und dieser Sarkophag, der ist wohl in der Nähe der Kirche in Magdeburg gefertigt worden. Und dort haben dann die Handwerker diesen Sarkophag oder diese Teile natürlich transportieren müssen, aus Karren oder so. Und einfach, um diese schweren Sargplatten auf diesen Karren zu schieben, haben die erstmal Stroh benutzen müssen, vermutlich, um das überhaupt gleitfähig zu machen. Und dazu gibt es auch Hinweise, weil es einige synanthrope Arten gefunden wurde, die eben in Stroh vorkommen. Und diese ganzen Bildprogramme auf diesen Sargwänden, die ja sehr fein und sehr filigran gearbeitet sind, die hat man wohl vor Abrieb geschützt mit sogenannten Lumpen und was man hatte. Und das hat man früher alles gesammelt und immer wieder verwandt, bis gar nichts mehr ging. Früher hat man nichts weggeworfen. Ja, ich bin tief beeindruckt von den Möglichkeiten der Entomologie, der Käferforschung sozusagen. Die Käfer zeigen uns ja das, was nicht mehr da ist, ihre Nahrungsgrundlage, die sie gegebenenfalls sogar selbst aufgefressen haben. Aber das ist ein absolut sicheres Indiz, sodass wir mit den Käfern, die hier gut erhalten sind, zahlreiche Rückschlüsse auf die tatsächlichen Verhältnisse führen können. Und welche Proben müssen denn die Archäologen nehmen, dass sie arbeiten können? Reicht es, wenn man einen Teelöffel nimmt, dass sie die Teile finden, oder muss man dann Eimer nehmen und das ausschlemmen, oder sollte man es zusammen mit der Botanik beproben und ausschlemmen? Was ist denn das Beste? Das Beste ist das Letzte, weil Fehlbestimmungen sind auch immer möglich. Und wenn man die botanischen Reste zusammen vergleichen kann mit den Resten der Käfer, und beide brauchen ja sozusagen Lebensräume und die würden sich dann entsprechen, dann ist das schon mal eine ganz gute und eine wichtige Sache auch hinterher für die Interpretation. Außerdem haben die Botaniker fast die gleichen Mengen, die sie sieben, wie auch ich das habe. Und die Bearbeitung ist die gleiche, weil die auch mit Siebsäulen arbeiten und die gleichen Maschengrößen haben. Was bestimmen Sie bei den Käfern? Ich habe mir gehört, man bestimmt da die Geschlechtsteile, um die Art zu bestimmen. Was bestimmen Sie, wenn Sie die archäologisch erhaltenen Käfer bestimmen? Ich möchte ja auch die Art haben, aber erhalten bleiben Beine, Kopfteile, Flügeldecken, also alles, was auch hartem Chitin ist. Aber für die Artbestimmung brauche ich die Flügeldecken. Alles andere kann ich nur bis zur Familie bestimmen, aber die meisten Flügeldecken bis zur Art. Das heißt, Sie können den Käfer aufgrund der Flügeldecke artgenau fixieren. Und was sagt Ihnen eine Käferart? Der kann ja auch zufällig da im Befund sein. In der Regel habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt. Ich mache das seit über 30 Jahren und eigentlich gab es dafür immer eine Interpretation. Und zumal, wenn man das auch zusammen mit den Botanikern macht, findet man dann schon Erklärungen dafür. Das heißt, kein Käfer ist je zufällig an der Stelle, wo er liegt? So kann man das ausdrücken. Ich habe es sogar so schon mal gedacht. Es gab ja in den Feuchtbodensiedlungen, fange ich gerade mal an, eine Hintergrundfauna. Die habe ich immer so als Zufallsfauna in den Moorsiedlungen interpretiert, bis wir zum ersten Mal eine Siedlung komplett ausgegraben und systematisch mit Proben untersucht haben. Und da habe ich so das in den Funden gesehen, dass diese Hintergrundfauna keine Hintergrundfauna war. Dass ich das in den Jahren immer falsch interpretiert habe, weil immer nur 1-2 Einzelproben genommen wurden. Was bedeutet hier Hintergrundfauna?
Diese Hintergrundfauna kam in Moorsiedlungen vor. Rund um den Federsee in Oberschwaben hat man Moorsiedlungen aus der Steinzeit gefunden. Und da wurden immer nur 2, 3, 4 Proben genommen. Und in diesen Moorsiedlungen habe ich regelmäßig einen hohen Anteil von Kieferresten aus feuchten Biotopen gehabt. Und habe natürlich gedacht, okay, Federsee, Moor, Torf, das ist eben die Zufallsfauna, die man einfach hat. Bis wir vor 3 Jahren zum ersten Mal eine Siedlung bearbeiten konnten, die wurde systematisch beprobt. Das heißt, da wurde ein Raster über die ganze Siedlung gelegt. Das ist die Siedlung Torwiesen 2, hat circa 10 Jahre existiert, einphasig. Und dort habe ich dann ein sogenanntes Verteilungsmuster erstellen können von den verschiedensten Arten. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Hauptkäfer im Siedlungszentrum liegen, dort, wo sozusagen das Leben war. Und um die Siedlung herum und an den freien Flächen, wo man denkt, sie könnten erhalten bleiben durch Zufall, war kein einziger Rest oder waren sogar ganz wenige Reste. Was bedeutet das, wenn die Zufallsfauna keine Zufallsfauna ist? Das kann man dann dahingehend interpretieren, dass diese Zufallsfauna sozusagen zusammen mit Materialien in die Siedlung eingeschleppt wurde. Das heißt in diesem Falle mit Materialien aus dem Feuchtbereich, das Torfe oder zum Beispiel Pflanzen, die man als Baumaterial verwendet, Schilf und ähnliches, oder auch als Futter für die Rinder, die dort in den Siedlungen vorkamen, oder auch zusammen mit Lehm und Hausbau, Wandmaterial und so weiter. Also auf jeden Fall auch wieder nicht zufällig. Frau Schmidt, Sie können also aufgrund der Käfer auf deren Futter und auf deren Lebensraum schließen und wahrscheinlich auch auf die Temperatur und auf die allgemeinen Klimadaten. Ja, auf Klimadaten ist ein bisschen schwierig, aber es gibt viele wärmeliebenden Arten, die habe ich besonders aus dem Neolithikum. Und da kann man dann schon sagen, dass es so ähnlich wie bei uns war. Also ich finde immer wieder Käfer, die zum Beispiel in den Wärmegebieten wie heute im Kaiserstuhl, Kölner Bucht oder auch in dem Bereich Dresden, Leipzig vorkommen, in diesen Wärmegebieten, in Lößgebieten. Das heißt, Ihnen ist es möglich, aus den Käfern die Umwelt zu rekonstruieren im weitesten Sinne? Genau, das ist eigentlich das, was man immer macht bei den Archäologen. Alles, was ich mache, betreibe, ist insgesamt Umweltrekonstruktion. Egal, ob die Käfer aus einem Brunnen kommen, aus einer Latrine, aus dem Sarg oder aus der Siedlung. Was mich jetzt interessieren wird, Sie haben ja verschiedene Arten von Käfern. Sie haben freilebende Käfer, die in der Natur leben, und Sie haben welche, die sozusagen mit Menschen zusammenleben, Schädlinge. Da kann man doch ganz weitreichende Schlüsse zum Teil ziehen. Ja, natürlich, weil man dadurch etwas über die Vorratshaltung aussagen kann und beziehungsweise auch darüber, wenn sie nicht vorhanden sind, dass die Vorratshaltung vielleicht eine andere ist. Die ältesten Käfer aus diesem Verband Freilandkäfer und Vorratskäfer habe ich aus bandkeramischen Brunnen und zwar aus diesen Verfüllschichten, aus den anthropogenen Verfüllschichten. Das heißt, die Leute haben dort, wenn der Brunnen nicht mehr genutzt wurde, ihren Siedlungsmüll entsorgt. Und da sind eben auch sehr viele Vorratsschädlinge vorgekommen. Und da kann man wohl sagen, dass die Vorräte ungenießbar waren und dann in den Müll geworfen wurden. Diese Vorräte sind zum Teil dann auch nicht mehr für die Rinder zu nutzen. Das haben die damals auch mitbekommen. Heute weiß man zum Beispiel, dass der Kornkäfer, wenn der sehr stark befallenes Getreide mit Kornkäfern zum Beispiel an Rinder verfüttert wird, das macht die Tiere unfruchtbar, weil die Tiere mit ihrem komplizierten Magen, mit ihrem Rindermagen, diese Käfer nicht vertragen. Das hat Folgen. Und wertvolle Rinder in der Steinzeit hat man dann eben damit nicht gefüttert. Und die Menschen, solange sie nicht hungern mussten, auch. Aber Vorratsschädlinge heißt immer, dass es einen Kampf um die Ressourcen gibt. Das muss man eben auch wissen. Wie ist das Fach Entomologie in die Archäologie eingebettet? Sind Sie die einzige, die das macht in Deutschland, oder gibt es mehr Mitstreiter und wie ist die Geschichte des Faches? Im Augenblick bin ich fast alleine, bis auf meine englischen Kollegen, und es gibt eine Frau, die möchte damit anfangen. Frau Schmidt, was sind sozusagen Ihre spannendsten Fälle? Vielleicht können Sie uns mal den einen oder anderen Fall schildern und was man da aufgrund der Käfer sagen kann.
Irgendwie werden viele Fälle spannend. Also einmal die bandkeramischen Brunnen, weil dort zum ersten Mal die Nachweise erbracht werden konnten, dass Vorratsschädlinge, von denen man annahm, dass die meisten erst mit den Römern oder noch viel später nach Mitteleuropa eingeführt wurden, haben gezeigt, dass die ersten bandkeramischen Siedler bereits mit ihren Haustieren und mit ihren Getreidevorräten einen Großteil der Schädlinge mitgebracht haben. Dann habe ich römische Brunnen, die haben dann einen ähnlichen Befall. Der ist dann aber aus England gekommen. In England wurde damals Getreide angebaut und das war in sehr schlechtem Zustand. Und da ist es dann nochmal rübergekommen, aber nach England ist es dann eben auch aus dem vorderen Orient transportiert worden. Dann habe ich sehr viele Feuchtbodensiedlungen, also vor allen Dingen um den Federsee gemacht. Die sind insgesamt gesehen auch sehr spannend, vor allen Dingen mit dem eben schon erwähnten Fund, dass eine Siedlung systematisch gegraben wurde. Dann Sargfunde sind nicht viele, aber auch spektakulär. Das heißt, es geht nicht so sehr um das Käferbestimmen. Das ist sozusagen die erste Arbeit, aber der reine Datensatz wäre eigentlich wertlos. Es geht darum, das Verhalten der Käfer zu kennen und ihr Nahrungsangebot und so weiter, um aus diesem Verhalten letztlich historische Rückschlüsse zu ziehen. Anders kann man das gar nicht sagen. Das ist genau richtig. Ich sage immer, die Käfer sind mein Handwerksgeschirr. Eigentlich interessieren sie keinen. Aber ich muss dann mit dem Geschirr arbeiten und es kommt auf die Interpretation drauf an. Das heißt, die Käfer, wenn ich das zusammenfassen darf, sind ein ganz wichtiges Indiz in einer langen Indizienkette zur Rekonstruktion eines historischen Befundes, um letztendlich das zu tun, wofür wir alle Historiker sind, nämlich eine größtmögliche Annäherung an die mögliche historische Realität zu erreichen. Und die Käfer sind auch deshalb so spannend, weil man sozusagen einzelne Fälle damit klären kann. Also so ein Käferflügel kann die Smoking Gun sein, die man den archäologischen Befund plötzlich erschließt. Ganz genau. Und sie sind aber die Grundlage, mit dem alles anfängt. Ohne diese Bestimmung der Käfer kann man gar nichts machen. Dankeschön, Frau Schmidt. Ich bedanke mich auch.